Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, es geht weiter bei Rob. Hoffentlich bekommen wir Bob heute wieder aus dem Wasser. Und er fällt nicht wieder zurück wie das letzte Mal. Ja, heute ist auch der kleine Hund mit dabei. Der hat noch keinen Namen. Ja, ein bisschen schade, aber okay, jetzt ist das leider erstmal so. Aber immerhin ist er mal wieder mit dabei und ja, mal schauen. Wir Boot fahren, du dich setzen in Boot, jetzt finden Bob. Ja, wir hatten doch Bob schon gefunden und jetzt sollen wir uns hier in das Boot setzen. Okay, oh, also auf dem Bild sieht es so aus, als wenn Wild Honey mitkommt. Bob fährt mit dem Boot in die gleiche Richtung, in die Bob... Okay. Da war ich ein bisschen zu langsam. Wo ist Bob? Ja. Weiß ich nicht. Guck, Spur auf Sand, auf Strand. Du finden Bob. Rob suchen Strand. Okay. Ach so. Ja, dann nehmen wir Wild Honey aber mit. Komm, Große. Ist aber auch weit auseinander, die Spuren. Also das kann gar nicht möglich sein. Aber wo ist der hin? Sind jetzt hier auf der anderen Seite Westkap Fischerdorf. Hier hoch. Achso, hier ist auf jeden Fall der grüne Punkt eingezeichnet. Wir müssen hier noch ein ganzes Stück hoch. Ist das richtig? Ich habe jetzt die Spuren schon lange nicht gesehen. Okay, hier rum. Doch, hier sind Spuren. Okay. Was macht er denn hier oben? Sagen wir mal ganz im Ernst. Wo ist der denn? Hinten, hier ist noch eine Höhle. Bob. Hallo Lucy, du hast gesehen, was für eine fantastische Schmuggelhöhle hier ich gefunden habe. Das hätte ich nie gedacht. Hier kann man massenhaft Schmuggelware lagern. Okay. Das ist hier eine perfekte Schmuggelhöhle, Lucy. Dein Ruf bei den Goldblättern hat sich verbessert. Oh, beliebt. So, das ist hier eine perfekte Schmuggelhöhle, Lucy. Wir müssen es uns nur ein bisschen gemütlich machen. Ich habe schon ein paar tolle Ideen. Ein Feuer mitten in der Höhle und Kisten an den Wänden, das wird super. Versprich, dass du deinen Mund hältst, vor allem vor Rob. Reite zu ihm und sag ihm Bescheid, dass er das Boot bereit machen soll und berichte ihm auch von der Höhle. Wir müssen zu unserer alten Höhle zurückkehren und mit den Schmuggeln weitermachen. Wir haben einiges aufzuholen. Ah ja. Aber man hat von hier auf jeden Fall eine sehr schöne Aussicht. Nicht schlecht. Na gut, komm. Jetzt wird erstmal nicht gefuttert. Geht's da auch noch irgendwo lang? Nee, oder? Hier hinten sah es aus, wenn man da... Okay, nee, aber hier geht's nur bis zum nächsten Felsen. Schade. So, dann kommen wir hier wieder zurück. Na gut, dann geht's jetzt zurück zu Rob. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Eigentlich sollte ich nichts sagen und jetzt soll ich doch Rob Bescheid sagen, oder nicht? Naja, gut. Vielleicht reicht es ja auch, wenn ich ihm sage, dass er das Boot bereit machen soll und den Rest kann Bob ihm ja selber erzählen, wenn er das möchte. Weil ich frage mich immer noch, wieso er dann hier hochgelaufen ist. Eigentlich müsste er doch zurück wollen. Ach nee, Rob war ja noch ein ganzes Stück weiter. Neue Schmuggelhöhle? Höhle gut. Ich gucken. Erst Boot in Ordnung bringen. Sehen uns morgen in Altes Höhle. Ja, toll. Gut, für den Rest brauche ich noch Ruf. Das ist jetzt ein bisschen schade. Sonnenkreis, ja, das dauert noch ein bisschen. Die Gärtner, das dauert leider auch noch ein bisschen.
Okay, hier kommen wir zurück. Und das, was wir jetzt noch machen könnten, ist einmal zum Goldblattwald schauen. Ich habe mich mal ein bisschen nach diesen Fischen erkundigt. Die sind wohl jeden Tag woanders. Also es sind auch immer andere Fische. Und ja, pro Wochentag gibt es einen Fisch, der zum Beispiel immer montags da ist oder immer dienstags. Und die sind dann auch immer an derselben Stelle wohl. Und dabei habe ich dann noch was gesehen. Da habe ich mich ein bisschen gespoilert. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, von alleine wäre ich da auch nie drauf gekommen. Geheime Aufträge. Also sowas wie die Flaschenpost oder das Paket da nach Firgrove hoch. Oder die Tierärztin, die Aufträge, die wohl nicht angezeigt werden im Questlog, die es hier aber zu finden gibt. Da soll einer im Goldblattwald sein. Und den könnten wir ja mal versuchen zu finden. Das wäre ja noch was. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Sonst habe ich hier jetzt erstmal, ja. Problem, dass ich ja erstmal Ruf sammeln muss. Eventuell habe ich mir auch schon überlegt, vielleicht brauche ich in Janaheim noch Ruf. Dann würde ich das dann auch machen. Entweder gibt es dann ein paar Folgen, in denen, ja, Rufquests gemacht werden. Oder, gut, die Skelettteile-Suche, also die Archäologie, könnte ich auch noch mal endlich beginnen und weiterführen dann. Und, ja, solche Sachen halt. Aber ich hoffe, dass das jetzt recht schnell geht. Naja, gut, schauen wir erstmal, ob wir dieses, diesen geheimen Auftrag hier finden. Der soll irgendwo unten im Goldblattwald sein. Ziemlich weit hinten vom Tal wohl. Mal schauen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so der Schlüssel zu den nächsten Quests ist. Von daher, wahrscheinlich ist das dann doch eher so die Quest bei Elisabeth, die sehr, sehr wichtig ist, dieses Druidentraining. So, irgendwo am anderen Ende. Wahrscheinlich sehr gut versteckt, denn wir sind... Nee, nicht so gut versteckt. Hier ist es. Warum ist mir das denn letztes Mal nicht aufgefallen, als wir hier die Blätter gesammelt haben? Verstehe ich nicht. Na gut. Was ist das? Ein Erdhügel. Was wohl darunter ist? Jasper kann mir sicher einen Spaten leihen. Okay. Auf zu Jasper. Ein mystischer Hügel im Wald. Dann müssen wir jetzt wohl erstmal ein bisschen buddeln. So. Na, dann war er doch nicht so gut versteckt. Aber ich verstehe nicht, warum ich den damals nicht gesehen habe. Oder wird er auch erst mit einem bestimmten Level frei... Die werden bestimmt auch erst mit einem bestimmten Level oder Ruf oder sowas freigeschaltet, ne? Denn zumindest das Paket nach Firgrove war, meine ich, auch nicht von Anfang an da. Das war ja auch eigentlich nicht zu übersehen. Na gut, schauen wir jetzt erstmal, ob Jasper einen Spaten für uns hat. Einen Spaten? Ja, natürlich habe ich einen. Oh, sehr schön. Hier ist ein Spaten, Lucy. Ich habe so viele Spaten. Also lass diesen einfach im Wald, wenn du fertig bist. Du musst ihn nicht zurückbringen. Ich habe eine ganze Ladung mit Spaten, da ich bei meiner Online-Bestellung ein paar Mal zu oft auf die Null gedrückt habe. Oh je, zehntausende Spaten habe ich bekommen. Was haben die sich nur gedacht? Dass ich den Weltrekord im Lochbuddeln schlagen will? Okay. 10.000 Spaten. Für eine Person. Und vor allem, er muss die ja auch alle bezahlen, ne? Also ich denke mal nicht, dass man das so einfach annehmen würde. Aber wir haben ihn jetzt dabei. Und schauen uns das gleich mal an. Wer weiß, was wir da finden. So. Wo genau war das jetzt? Da drüben. Gut, dann steigen wir mal ab. Oder?
Nimm den Spaten und grabe beim Hügel. Ja, möchte ich ja. Ach so. Und? Okay, ein Loch. So. Der Hügel ist weg. Dann wollen wir mal schauen, was das ist. Oh, eine Kiste. Uff, man kann den Deckel nicht öffnen. Ich brauche ein Brecheisen. Wer kann das hier in den Goldfeldern haben? Bei den Goldfeldern haben? Oh, die Kiste nehmen wir mit. Sehr gut. Eine Kiste, die du beim Goldblattwald gefunden hast wahrscheinlich. So, Brecheisen. Wieder Jasper? Vielleicht hat er ja auch zufälligerweise 10.000 Brecheisen bestellt. Sonst... Wen haben wir denn noch? Ich weiß nicht... Ne, Brecheisen? Brecheisen? Ne, nee, das war ein Bolzenschneider. Ah, vielleicht die... Sonst noch die beiden Schmuggler. Rob und Bob. Da hatten wir ja auch schon Brecheisen. Ne, nicht ein Brecheisen, das brauchen wir jetzt. Ein Bolzenschneider hatten wir da ja schon. Okay, Jasper wird's nicht sein. Dann geht's mal... Ach Mist, sind die jetzt noch da drüben, wo wir eben waren? Die stehen wahrscheinlich nicht auch noch in der Höhle, oder? Oh Mist, das wäre jetzt natürlich echt ärgerlich. Hoffentlich komme ich da nochmal irgendwie zurück. Sonst müsste ich das alles nochmal machen. Na, mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die standen ja eben beide noch auf der Insel da hinten. Wir gehen jetzt trotzdem einmal zu der Höhle hier unten. Und sonst versuchen wir nochmal auf die andere Seite da hinten zu kommen. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Das Boot liegt ja auf der... Obwohl, wir sind ja auch zurückgekommen, ne? Hm. Aber wenn wir mit dem Boot zurückfahren und die beiden erst später, muss es ja irgendwer zurückbringen. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Bisschen blöd. Gerade. Aber na gut. Nee, natürlich nicht. Hoffentlich würde das jetzt sowieso überhaupt funktionieren. Gut, dann durch die Labyrinthkiste. Und mal schauen, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, darüber zu kommen. Diese Labyrinthküste kann schon anstrengend werden. So, jetzt haben wir es mal gleich. Hm. Also für rüber springen und so ein Stück schwimmen, da wäre es ja zu weit. Kommen wir von hier aus da lang. Aber dann hätten wir ja auch nicht mit dem Boot fahren müssen. Ne, hier kommen wir nur zum Steg. Da hoch kommen wir auch nicht. Zumindest nicht von hier. Hm. Sag nicht, dass ich damit jetzt auch bis morgen warten muss, weil ich nicht zu den Schmugglern komme. Wer könnte sonst noch ein Brecheisen haben? Ja, sonst fällt mir aber keiner ein. Wer könnte denn sonst noch ein Brecheisen haben? Tja, da drüben ist der Weg am kürzesten, aber wahrscheinlich immer noch viel zu weit. Wenn wir es gerade mal so über den Silversong-Fluss geschafft haben. Da hinten steht... Ach, was ist das? Ja, hier wäre aber auch die... Es leuchtet blau. Wir versuchen es mal.
Du fährst mit dem Boot zum anderen Strand und gehst an Land. Okay. Hoffentlich ist das der Strand. Okay, ja, das ist es. Oh, sehr schön. Ein Brecheisen, du Freund, du Laien. Ja. Hier Brecheisen zurückbringen. Wenn fertig haben. Dann haben fertig. Oh, es gibt eine Trense. Versandhandelszügel. Okay. Na gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Da hinten steht anscheinend ein Boot, mit dem wir auch auf die andere Seite kommen. Das machen wir jetzt aber noch fertig. Ach, warte mal. Bin ich jetzt doof? Wo ist denn die Kiste hin? Steht die jetzt da drüben? Nein. Nochmal zurück. Oder ist die jetzt wieder hinten im Goldblattwald? Das gibt's doch nicht. Wo ist die Kiste hin? Nee, die steht hier nicht. Absolute Chaos. Wo ist die Kiste hin? Die war doch in dem Inventar. Oh, das gibt's so nicht. Ist die jetzt etwa an der alten Schmuggelhöhle? Weil die ja eigentlich wahrscheinlich davon, dass man davon ausgehen kann, dass man diese Quest macht und die beiden stehen dann wahrscheinlich in der Höhle. Also gehen wir auf jeden Fall nochmal bei der anderen Höhle vorbei. Und wenn sie da nicht sind, dann geht es nochmal zum Goldblattwald. Und wenn es da nicht ist, dann werde ich hier verzweifeln, glaube ich. Das kann doch nicht sein. Die Kiste ist weg. Ja, doch, also Zü neue Zügel sind ja schon was Schönes. Das hätte ich jetzt schon ganz gerne. Beim Versandhandelssattel hatten wir auch schon, oder? Ist zwar schon ein bisschen her, aber ich meine, so ein Versandhandelssattel. Oder war es eine Decke? Irgendwas vom Versandhandel hatten wir auf jeden Fall schon mal bekommen. So. Oha. Das sieht nicht gesund aus. Hier noch einmal durch. Und dafür waren wir ein bisschen zu schnell. Oder nicht wendig genug. Und wieso kommen wir da jetzt nicht dran vorbei? Ach Mensch. Wieso kriege ich mein Pferd jetzt hier nicht weg? Aha. Geht doch. So. Okay, das war für heute auf jeden Fall das letzte Mal Labyrinthküste. Oh je, so ein Hin und Her. Aber immerhin noch einen geheimen Auftrag dann erledigt. Ja, also gut, das ist ziemlich schade gelöst. Man kann diese Quest ja anscheinend auch machen, wenn Rob und Bob nicht in der Höhle sind und dass man dann darauf kommen soll, dass die Kiste, die erst im Inventar ist, dann auf einmal in dieser Höhle hier steht. Ja. Okay, sie ist auf. Sie ist leer. Jetzt sagt nicht, wir müssen nochmal zurück. Ich wollte nicht nochmal durch diese Labyrinthküste. Ach, nö. Aber es ist der kürzeste Weg. Ach, Leute. Ist das. Ja, also, wenn ihr die Quest machen möchtet, solltet ihr sie machen, wenn Rob und Bob wirklich in ihrer Höhle hier unten stehen und nicht, wenn sie da drüben gerade auf der Insel rumhängen. Schön. Tja, doch nochmal Labyrinthküste, mein Gott. Dann hoffe ich aber, dass das jetzt das letzte Mal ist. Aber der Rückweg geht auf jeden Fall besser als der Hinweg. So. Was für ein Hin und Her gelaufen. Es ist schon wieder auch richtig viel, tja, hin und her. Aber nur, weil
diese Quest ein bisschen... Ja, es ist schon schade, dass die so komisch aufgebaut ist, dass da wirklich diese Kiste nicht einfach neben einem steht, sondern wirklich fest in dieser Hülle. Ne? Also das ist so ein bisschen schade. Ich meine, eigentlich ist es ja schön, dass man sie immer machen kann, aber Problem ist halt, wenn Rob und Bob da hinten rumstehen und die Kiste dann einfach in der Höhle auftaucht, wie auch immer sie da hingekommen sein sollte jetzt, ist das schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, klar, es gibt hier Magie, aber das macht einfach keinen Sinn. So eine Kiste, die sich denkt, ach Mensch, ich gehe einfach mal in die Schmugglerhöhle, obwohl kein Mensch da ist. Nee. So, und das Boot, da. So. Jetzt hoffe ich, dass das hier richtig ist. Sonst, weiß ich auch nicht weiter. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht hoch zu Bob. Nee, im Ernst. Öffne die Kiste in der Schmugglerhöhle mit dem Brecheisen. Okay, hier steht's also. Ich habe sie geöffnet, aber... Da war ja nichts weiter. Ich konnte ja nichts machen. Oh je. Und... Warum? Okay, also man kann drauf kommen, wenn man den Questtext hier nochmal liest, aber es macht einfach keinen Sinn. So, ja. Und Bob möchte zu mir sprechen. Hör mal, das ist unser Schatz. Rob, du hast gesagt, dass du vergessen hast, wo du ihn vergraben hast. Gut, dass du ihn gefunden hast, Lucy. Das sind alte Retouren zu einem Versandhandel, die wir zurückschicken wollten. Wir verdienen nicht so viel beim Schmuggeln, deswegen brauchen wir manchmal einen Nebenverdienst. Rob hat die Retouren aus irgendeinem Grund vergraben, anstatt sie zurückzuschicken. Aha. Dann wollen wir mal sehen, was in der Kiste ist. Guck mal, Lucy, das ist was für dich. Zügel von bester Qualität. Nimm sie als Anerkennung für deine Hilfe. Tschüss. So. Also, die Zügel, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Hier draußen. Ja, doch, dazu hatten wir doch den Sattel. Stärke plus 2 und Geschwindigkeit plus 2 und 20 Schillinge, wenn wir sie verkaufen würden. Ja. Leider keine tollen Werte. Aber okay. So, das hat uns wahrscheinlich auch nicht weitergebracht bei den Quests hier. Nein, natürlich nicht. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich den Ruf verbessere bei den Gärtnern. Wobei ich mich da natürlich sehr ärgern werde, wenn das noch eine Voraussetzung für Epona sein sollte, dass man da den Garten fertig hat. Aber okay. natürlich, ja, das Druidentraining, der Sonnenkreis und ja, auch nebenbei bei den Fischern. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!